Hallo Leute, ich möchte euch heute ein kleines Experiment zum Thema Elektromotor zeigen. Ist quasi der Einstieg und wir werden heute einen ganz einfachen Elektromotor selber bauen. Wir brauchen dazu eine Gleichspannungsquelle, den Experimentierkasten für Elektromagnetismus und zusätzlich etwas Klebeband. Aus dem Elektrokasten brauchen wir drei Kabel. Die Spule mit 400 bzw. 600 Wendungen. Wir werden die auf 600 Wendungen anschließen, also ganz außen, so dass wir wirklich diese vollen 600 Wendungen haben. Wir erinnern uns, Elektromagnet, eine höhere magnetische Kraft, wenn wir mehr Wendungen haben. Zusätzlich brauchen wir den Eisenkern. Auch da schon bekanntes Thema. Ein Eisenkern verstärkt die elektromagnetische Kraft des Magneten. Dann brauchen wir noch einen kleinen Dauermagneten, ein Nadellager und einen Magnethalter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Stück Regenrinne. Nadellager kommt hier rein, Magnethalter kommt da rein und den Magneten müssen wir hier noch einmal drin festkleben, damit er uns nicht rausrutscht. Dafür das Klebeband. So, der Magnethalter ist hier oben frei drehbar, 360 Grad. Und bereits jetzt, ohne dass irgendwas angeschlossen ist, kann man etwas erkennen. Egal wie oft ich den Magneten anstoße, er dreht sich immer ein paar Mal und bleibt dann immer in dieser Richtung stehen, genau über dem U-förmigen Eisenkern. Manchmal mit dem Nordpol zur einen Seite, manchmal mit dem Nordpol zur anderen Seite. Aber immer in diese von euch aus gesehen Rechts-Links-Richtung. Meine erste Frage an euch ist, warum bleibt der Magnet immer in Richtung des Eisenkerns stehen und nicht beispielsweise so schräg oder im 90-Grad-Winkel dazu? Warum pendelt er sich immer wieder so ein? Für den zweiten Teil unseres Versuchs schließen wir unsere Spule, also unseren Elektromagneten, an die Gleichspannungsquelle an. Wie gesagt, wir nehmen den oberen und unteren Anschluss, damit wir wirklich die vollen 600 Wendungen der Spule haben. Und hier an den Pol ran. So, wie man sieht, haben wir noch keinen geschlossenen Stromkreis, da sich diese beiden Kabelenden nicht berühren. Ich stelle hier eine mittlere Spannung ein und schalte die Spannungsquelle ein. Noch passiert gar nichts, da wir, wie gesagt, den Stromkreis noch unterbrochen haben. In dem Moment, in dem ich jetzt hier die Kabel zusammenhalte, bitte einmal auf den Magneten achten, hat der sich um 180 Grad gedreht. Noch einmal in der Zeitlupe. Gehen wir noch mal etwas näher ran. So, dass man die Farben des Magneten sieht. So, das heißt, wir haben jetzt ein Magnetfeld um unsere Spule herum und unseren kleinen Dauermagneten hier. Frage: Warum dreht sich der Magnet einmal um 180 Grad und bleibt dann stehen? Das ist meine zweite Frage an euch. So, für den dritten und letzten Teil des Experiments braucht man ein klein bisschen Rhythmusgefühl.
Wir haben eben schon festgestellt, wir kriegen, wenn wir es dauerhaft zusammenhalten, nur eine halbe Umdrehung hin. Ist natürlich schon mal nicht schlecht, besser als gar nichts, aber für einen richtigen Elektromotor möchten wir natürlich, dass sich der Magnet dauerhaft dreht. Das kriegt man wie folgt hin, wenn man das ein bisschen im Takt diesen Stromkreis einmal öffnet und schließt. Und spätestens jetzt sieht man auch, warum ich den Magneten festgeklebt habe, weil sonst wäre er schon längst weggeflogen. So, Frage an euch, warum dreht er sich vollständig, wenn ich das hier in einem bestimmten Takt öffne und schließe?